war denn bisher dein Eindruck von der Comic-Con mit diesen Hollywood-Stars? Ja, sehr, sehr bunt eigentlich. Also die, ich finde es das lustig, dass hier so komische Menschen rumlaufen, die so verkleidet sind ich finde es cool, es ist doch toll. Also es sollte eigentlich jeden Tag passieren, dass die Leute so rumlaufen. Auch auf der Straße, wenn sie ins Büro gehen, würde ich viel geiler finden, als immer diese Actiontaschenfuzzis und Schlipskallis zu sehen irgendwie so. Ja, du sprichst ja schon auch ein bisschen auch an, diese Rollen, die man hier findet, Cosplayer, kostümierte Leute, die halt in andere Rollen, natürlich die Schauspieler, die haben das ja zu ihrem Beruf gemacht. War das eigentlich für dich vielleicht auch mal spannend oder hast du das in dir entdeckt, vielleicht auch mal den Schauspieler? Oder könntest du dir auch vorstellen, mal einen Schauspieler, ich meine, du hast ja in den Filmen geschauspielert, aber so richtig professionell? Wenn ich das mal sagen soll, also ich habe ja nun auch ein paar Filme mitgemacht. Der erste Film, das war ja ein Film, der war gemischt, da musste ich mich ja selber spielen. Und ich bin eigentlich der schlechteste Schauspieler der Welt irgendwie. So, ich liegt mir irgendwie nicht, weil ich bin ja ein Mensch der Sprechblasen und ich kann mir lange überlegen, was schreibe ich in die Blasen rein. Also wenn man jetzt spontan irgendwie was sagen soll, ist das alles nicht so einfach. Aber ich habe mir es haben ja auch viele Leute und Kritiker geschrieben, dass ich ein saumäßiger Schauspieler bin, aber ich muss mich ein bisschen wehren und kann sagen, in meinem Film, ich habe mich ja nur selbst gespielt und dann muss ich ja so sein, wie ich bin. Und deshalb bin ich eigentlich ein guter Schauspieler, wenn ich mich selbst spielen muss. Ja, das stimmt. Ja. Petra bestätigt dich. Wie ist das eigentlich bei dir, Petra? Du bist ja die Verlegerin und auch ein bisschen so die Managerin von Brösel. Warst du eigentlich auch in dem Film drin? Ich weiß es gar nicht. Oder hast du da geschauspielert? Im ersten Werner-Film war ich nicht dabei, nein. Aber in den anderen warst du dann dabei? Im zweiten Film war sie mal als animierte Figur. Da hat Werner sich in sie so ein bisschen verliebt. Das war diese Rolle auf dem Eis. Also wie er da mit diesem Schlittschuhen, da bist du auf Schlittschuh gefahren, oder ja. Wie war das? Ja, das ist auch die Sportart, die ich am liebsten mag, Schlittschuh laufen. Weil ich als Kind immer auf dem See bei uns in unserem Dorf Schlittschuh gelaufen bin. Und Werner hat ja seine Kufen geschliffen, weil sie ja ihren Eisschlitten ausprobieren wollten. Und da hat er sich völlig, haben wir ja die Frau gesehen, hat er sich völlig verschliffen. Da hat er beinahe die ganzen Schlittschuhe kaputt geschliffen. Und nachher kam ja noch dieser böse Nobelschröder, ne? Der dich. Ja, das hat mich immer geärgert, weil in Wirklichkeit wäre ich nicht bei dem ins Auto gestiegen, weil der mir zu nobel ist und zu arrogant. Aber man kann ja nichts dran ändern, wenn andere Leute sich ein Drehbuch ausdenken. Ne? Ja, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. In Wirklichkeit sind wir ja nur schon lange zusammen. Wir sind ja nun beide Fische. Wir haben, ich habe am 17. März Geburtstag, sie am 19. Und am 18. haben wir geheiratet und es gibt jedes Mal eine Riesenparty. Das finde ich immer schön. Dann also hat man alles auf einmal weg. So. Ja, und deswegen habe ich mir unser Logo ausgedacht. Das ist Herz erfischend. Das ist ja ein Herz mit Fischflossen dran. Und in der Mitte ist ein Peace-Zeichen, weil wir finden, es sollte mehr Frieden auf der Welt herrschen. Ja, das ist eine gute Idee. Und es sollte Idee. Herzlicher zugehen. Ja. Na, auch immer politisch. Das war ja auch in den Comics so. Wer jetzt die Comics bei euch am Stand sieht, drüben im Kohlebunker, da wird das Logo dann auch sofort, glaube ich, das Markenzeichen jetzt des neuen Verlages, Bröselein. Oder wie sprecht ihr das aus? Bröseline? Ja, das kann man ja machen, wie man will. Das kann man machen, wie man will. Ja, international Bröselein. Falls es international wird, haben wir gedacht, Bröseline passt. Man kann auch Bröselein sagen. Es kann eine Linie sein, eine Art. Eine, ne, so Line. Klar, ne? Als Zeichner zeichnet man ja Linien, also es passt. Das ist doch geil, passt. Oder? Ja. So, es geht. Und die Farben sind rot, blau und weiß, wie die Farben von Schleswig-Holstein. Ja, Schleswig-Holstein ist ein Land, das ist weit oben. Wir sind ja hier im fintersten Ausland, also hier ist ja alles ganz anders. Die Leute reden anders. Könnt ihr mich überhaupt verstehen? Ja. So. Also ich bin ja auch schon öfter hier unten gewesen. Das letzte Mal war vor 20, 30 Jahren, glaube ich, als in den 90ern, wie wir den Werner-Film hier gemacht haben. Da hat Bernd Eichinger ja uns in dem gleichen Hotel eingesperrt, wo wir jetzt residieren. Und da musste ich lernen, wie man eine Weißwurst isst und wie man Laugenbrezel frisst und wie man Weißbier trinkt. Und es war eigentlich ganz schön so. Also es war eine tolle Zeit. So. Ist nicht schlecht, wenn man sich den hiesigen Geflogenheiten anpasst.
kann das Leben auch schön sein. Ja, das war, du sprichst ja an, also auch die, ihr kennt ja auch die Filme, also von 1990 bis 2011 insgesamt 5 Filme entstanden, aber die Comics, die gehen ja viel weiter zurück. Das geht ja Anfang, ich glaube 1981, glaube ich. Die Figur hast du, glaube ich, sogar schon früher in den 70ern, glaube ich, entwickelt, die Werner-Figur. Ja, also diese Filme, die beruhen, die basieren ja alle auf diesen Büchern und das habe ich angefangen 1981. Es war ein bisschen spät für mich, da war ich ja auch schon 31. Und ich habe eigentlich erst ziemlich spät angefangen zu arbeiten. Ich habe erstmal das Leben genossen. Ich bin an die Nordsee gefahren, habe in irgendwelchen Bunkern gehaust, habe Fische gepickt im Watt. Das ist so, wenn das Wasser flach ist, da liegen dann diese platten Fische, da macht man eine Gabel an den Stock und dann kann man die fangen. Dann kann man sich ernähren, ohne dass das Geld kostet. Wir haben aus irgendwelchen Müll, was da angetrieben wurde, uns Hütten gebaut. Wir haben zum Beispiel eine viereckige Pfanne gebastelt, da war so ein großer Pfahl, da war so ein Blech drauf. Dann haben wir viereckige Pfannkuchen gemacht am Feuer und das war eine herrliche Zeit. So. Und daraus ist dieser ganze Quatsch auch so ein bisschen entstanden. Wenn man entspannt ist und nicht arbeiten muss, kann man sich viel ausdenken. Und dann sind ja die Geschichten erstmal so gesammelt erschienen, glaube ich 12 Bände. Und dann war aber erstmal Pause. Das muss man sich wirklich vorstellen. Also fast 15 Jahre und jetzt letztes Jahr plötzlich ein neuer Band. Ja, wie ist das passiert? Ja, also wir haben ja nun, in einem der Bände ist ja auch eine Geschichte drin, wo Werner aus seiner alten Horex gezwungen ist, 4 Motoren hintereinander zu bauen, weil der Kneipenwirt mit seinem Porsche so schnell ist und er wollte ihn schlagen. Und da haben wir ein Motorrad gebaut mit 4 Motoren und das haben wir wirklich in die Realität umgesetzt. Und da ist 1988 ein Riesen-Event entstanden, da war ja aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz im deutschsprachigen Raum, die sind ja alle zu uns hochgekommen. Es war ein Riesenfestival drumherum mit Bands und allem, Brimbamborium, 3 Tage gefeiert und Böllstoff gesoffen, Gummi verbrannt und Benzin verbraucht. Und es war so ein geiles Fest, das war so wie Woodstock in Amerika, so irgendwie. Und das haben wir letztes Jahr, vor 30 Jahre später, wiederholt. Da sind zwar nicht so viele Menschen gekommen, aber es hat trotzdem die Luft gebrannt und es war prima. Und dieses Jahr machen wir es wieder. Ich freue mich ja, wenn ich manchen von euch hier mal sehen kann. Also das ist wirklich ein Riesenspektakel, so ein Motorsportfestival. Und das beruht eben halt alles nur, weil ich irgendwann mal so eine blöde Geschichte aufgekritzelt habe. Und diese Realität, wir bauen ja auch unsere Fahrzeuge, die wir im Film haben und so. Die Satelliterschüssel, ein Motorrad mit Holzgabel und 1400 Kubik Einzylinder und das wird alles auch wirklich zelebriert und das funktioniert dann auch wirklich. Und da sage ich immer vom Comic in die Realität und zurück. Und ob wir jetzt in einer Comicwelt leben oder in der Realität, das weiß ich manchmal nicht mehr so genau. Also für mich ist das immer sehr lustig alles. Ja, ich sehe schon, du bist geil aufs Werner-Rennen Ende August. Ja. Ja, das ist Ende August dann im Flugplatz, glaube ich, Hartenholm. Ja. Da aber hier oben in Schleswig-Holstein. Aber jetzt nochmal zurück zu den Comics kurz. Nee, hier wollte ich nochmal was zu sagen. Gut. Also diesmal fahre ich ja nicht selber rennen. Ich werde diesmal auf dem Schmähturm sitzen und werde Audienzen geben und mir das ganze Spektakel angucken. Und mein Bruder Andi, der ja bei Meister Röhrig gelernt hat, der hat den Conny Reimann herausgefordert. Das ist ja dieser Aussteiger mit dem Cowboyhut. Und der sitzt da jetzt in Hawaii und bastelt da sich einen V8-Schlitten zusammen. Und Andi sitzt zu Hause und baut sich auch einen zusammen und die wollen gegeneinander antreten. Und das möchte ich mir gerne angucken. Das wird einer von den Top-Acts sein. Das wird lustig. Ich glaube, wir haben auch schon fast die Zeit wieder um. Ich hätte echt noch, glaube ich, 3-4 Fragen gehabt. Ja, unter anderem, eine frage ich noch, aber dann würde ich auch gerne dem Publikum noch die Möglichkeit geben, 1-2 Fragen zu stellen natürlich, wer Lust drauf hat. Und zwar die Frage, es gibt im Moment so einen kleinen Trend, das würde mich so persönlich am meisten auch interessieren, dass viele Figuren von anderen Zeichnern übernommen werden dann. Könntest du dir vorstellen, auch dass mal Werner von einem anderen Zeichner gemacht wird in Zukunft? Ja, warum nicht? Also das hab ich ja früher auch schon, also in meinen Büchern. Ich habe viele Leute gehabt, wenn ich manchmal nicht genug Zeit hatte, die Werner zeichnen können. Also es gibt ein paar Comiczeichner in Deutschland, die das bei mir gelernt haben und die das auch so ein bisschen verselbstständigt haben und die das zum Teil manchmal auch besser können, sogar wie ich. Und da bin ich ganz zufrieden. Falls mal wieder Not am Mann ist, dann werde ich mir die Leute holen. Aber wir haben auch vielleicht noch viel vor in unserem Verlag. Vielleicht wird es auch mal passieren, dass wir mal ein Band rausbringen, wo viele verschiedene Zeichner eben halt Werner zeichnen.
Vielleicht wird es ja auch schon nächstes Jahr passieren, wenn ich 70 werde, zu meinem Geburtstag. Ich glaube, das schaffen wir ja nicht mehr. Wenn wir es nicht schaffen, dann eben halt ein bisschen später, ist auch scheißegal. Aber irgendwann wird es eben halt passieren. Das ist ja auch ganz lustig. Danke, danke, danke. Genau, ich würde dann jetzt die Runde eröffnen, damit die Fans auch nochmal eine Chance kriegen, vielleicht ein, zwei Fragen zu stellen. Dann mache ich direkt mal hier vorne. Ja, moin. 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 Einfach nur kurz und knapp. Was ist denn so der beste Bölkstoff, den ihr schon mal getrunken habt? Nochmal bitte. Was ist denn so der beste Bölkstoff, den ihr bisher getrunken habt? Der Bölkstoff, den ich herstellen lasse, der kommt aus Flensburg. Und der schmeckt einfach einmalig und da lebe ich ja von. Wir haben ja leider keinen mitgebracht, wegen ist irgendwie, irgendwas ist da wieder dazwischen gekommen, dass es mit der Logistik nicht geklappt hat. Aber ich kann ja auch hier Bier trinken, das ist ja auch nicht so schlimm. Das bayerische Bier schmeckt ja auch einigermaßen. Das ist eben halt ein kleiner Unterschied, dieses nordische Pilzbier und euer Bier, was ihr hier unten macht. Euer Bier ist irgendwie ein bisschen weicher. Ihr trinkt das ja auch aus größeren Gläsern, weil ihr wahrscheinlich, weil das nicht so knallt. Irgendwas muss ja dran sein irgendwie. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich kann alles trinken. War die Frage damit beantwortet? Okay. Ich wollte fragen, ob es irgendwas gibt, was den Zeichenstil inspiriert hat oder wo der Zeichenstil herkommt. Wo kommt denn jetzt die Stimme her? Hier. Ach da. Also ob nochmal bitte. Ob irgendwas den Zeichenstil inspiriert hat oder wo der Zeichenstil denn herkommt. Ich kann das vielleicht auch nochmal wiederholen. Nee, das habe ich verstanden. Okay. Also der Zeichenstil, das kommt daher. Also ich habe ja früher auch erstmal in meinen ersten, wie ich noch ganz jung war, auch viele Mickey-Maus-Hefte gelesen. Ich fand Comics toll. Und dann habe ich irgendwie angefangen, selbst zu zeichnen. Aber ich habe immer irgendwelchen anderen Zeichnern nachgeeifert. Also das ist eigentlich ein Mix aus vielen Sachen, was man so annimmt, aus verschiedenen Sachen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, wie ich meine ersten Bücher rausbringen wollte, ich muss was Eigenes finden. Und daher sind diese Figuren entstanden mit diesen zwei Zähnen und den vier Haaren. Und das ist alles so ein bisschen knapp daher gezeichnet. Eigentlich sehen die ja aus wie Ameisen oder Insekten oder so, aber es sollen eben Menschen sein. Und sie sind eigentlich ganz witzig und sie sind eigentlich, unterscheiden sie sich von weitaus von anderen Comicfiguren. Und ich habe was geschaffen, was eigentlich sofort zu erkennen ist. Und das war mein Ziel. Die Jeans und die spitzen Schuhe, das ist eigentlich eher dein Outfit gewesen. Ja, dass Werner so spitze Schuhe anhat und so Schlachhosen, das kommt aus den 70ern und 80ern, da haben wir ja alle so Schlachhosen angehabt und da haben wir auch früher spitze Schuhe gehabt, so die Rocker haben ja so mit spitzen Schuhen rumgelaufen, meistens noch Hufeisen drunter genagelt, damit das schön scheppert und das ist eben halt aus der Zeit und das hat Werner heute immer noch an und irgendwann ist es ja schon mal wieder zurückgekehrt und wieder verschwunden und wieder zurückgekehrt und wieder verschwunden, irgendwann kommt es wieder, also Mode X ändert sich, aber Werner bleibt eben Werner, es ist eben halt so. Ich glaube, eine Frage können wir sogar noch erlauben. Hatte noch jemand eine Frage? Hier vorne. Frage. Vor jedem Comic, wo du schreibst, was inspiriert dich daran? Wie kommst du auf die Idee, wo du die schreibst, wie du die schreibst? Also Ideen liegen meistens auf der Straße. Also wenn man Menschen beobachtet, wie sie sich verhalten, wie sie reden, wie sie machen, also das ist ja alles von anderen Menschen abgeguckt. Also man muss dem Volk aufs Maul schauen, wie es redet, was es sagt. Also wir bei uns reden so komisch. Und zum Beispiel dieser Meister Röhrig mit seiner piepsigen Stimme und der das S immer wie Z spricht. Also das ist ja erst so lustig geworden, seitdem es die Filme gibt. Das ist wirklich ein authentischer Mensch, den es mal gab, bei dem mein Bruder Gaswasser Scheiße gelernt hat. Und mein Bruder hat den Typen nachgemacht und so ist das entstanden. Also es sind wirklich viele Sachen dabei, die es wirklich gibt. Ja, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Und ihr könnt auf jeden Fall
Brösel und auch Petra nochmal Fragen stellen. Am Stand, ne? Herzlichen Dank. Ja, wir sind nachher an unserem Stand da, wo dieses zerbröckelte Beton ist, hier. Wie heißt das, Kohlebunker? Da, wo gestern die ganzen Stars rum, sitzen die da heute immer noch? Ja, ich hoffe. Ja. Okay, ja, da sind wir, in der Nebenhalle, gegenüber von der Straße. Und wenn ihr über die Straße geht, lasst euch nicht plattfahren, erstmal nach links und nach rechts gucken. Das hat mir der Verkehrskasper früher beigebracht. Und deshalb lebe ich auch noch. Ne? Also, wenn ihr über die Straße geht, erst links und dann rechts, ne? Wisst ihr, ne? Gut. Petra Brösel, vielen Dank nochmal, dass ihr hier seid. Danke auch.